Von einem familiär geführten Betrieb zu einem der größten Arbeitgeber in Straßwalchen, der Firma Lagermax. Das Unternehmen ist Spezialist für Spedition, Autotransport und Logistik und in diesen Bereichen führend im Bundesland Salzburg. Wer sich Straßwalchen von oben ansieht, kann den größten Betrieb im Ort nicht übersehen. Die Fläche des Logistikunternehmens Lagermax ist gigantisch. Auf 550.000 Quadratmetern werden Fahrzeuge zwischengelagert und in ganz Österreich verteilt. In einem guten Jahr werden täglich 800 Fahrzeuge über den Standort Straßwalchen gezogen. Wir haben gemeinsam mit unserem Wiener Stützpunkt, muss ich dazu ergänzen, haben wir einen Marktanteil von in etwa 50% am österreichischen Fahrzeuglogistikmarkt sozusagen. Große Mengen an Neu- oder Gebrauchtfahrzeugen sollen idealerweise über die Schiene verteilt werden. Nur die Feinverteilung soll über die Straße geschehen. Natürlich ist der Betrieb ein Verkehrsverursacher, doch Staus spielen auch oder vor allem bei einem Logistiker eine große wirtschaftliche Rolle. Flüssiger Verkehr ist also für Lagermax von entscheidender Bedeutung. Deshalb ist eine Schienenanbindung Pflicht, und zwar für jeden Lagermax-Standort weltweit. Einen Ausbau der Schiene würde sich der Lagermax-CEO Thomas Baumgartner wünschen, denn er glaubt, dass die Bedeutung der Schiene für seine Branche wieder steigen wird. Ich kann es jetzt nicht quantifizieren in Stunden oder Tagen oder Wochen, die wir schlussendlich übers Jahr gerechnet irgendwo im Stau stehen, aber es ist natürlich eine ganz wesentliche Komponente. Natürlich wäre ein Ausbau der Schiene auch für uns sehr, sehr wichtig, sodass wir auch unseren Kunden mit ruhigem Gewissen größere Kapazitäten anbieten können, die man dann über unseren Stützpunkt nämlich auch beistellen kann. Du brauchst ja auch auf deinem Beistellgleis, Gleisen, wie Sie gesehen haben, dann die Option, dass das regelmäßig beliefert wird von der ÖBB und auch wieder abgezogen wird. Ja, und das ist auch noch wieder ein Nadelöhr, das wir auch noch mit zu berücksichtigen haben. Was viele nicht wissen, Lagermax ist ebenso die größte Autowerkstatt der Region. Neben der Logistik sind technische und mechanische Tätigkeiten ein wichtiges Standbein geworden. Ja, also das ist die Werkstatt der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, und somit macht in etwa nicht ganz die Hälfte unseres Umsatzes und somit unserer Tätigkeiten macht der technische Teil aus. Seit der Ansiedelung in den 70ern ist das Unternehmen stetig gewachsen. Heute beschäftigt Straßwalchens Gigant etwa 450 Mitarbeiter. Insgesamt hat Lagermax bereits 55 Standorte in 12 Ländern.